Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen Rossel Mesh Torum 770. Der kam heute auch im Mod-Hub heraus und ich möchte euch den mal genauer vorstellen. Genau, ihr findet den Mod aktuell unter Neueste Mods oder in der Kategorie Mähdrescher. Der Autor hier von dem Mod heißt JMZ und die Modgröße beträgt ca. 49,24 MB. Ist in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Der Rossel Mesh Torum 770 findet ihr aktuell auch unter Mods und DLCs, ne, wo man hier auch ihn zu finden können. Ne. Da mach schon das gute Stück. Und der kommt aktuell auch mit einem Schneidwerk daher. Der Drescher kann Getreide im Prinzip dreschen, also im Prinzip halt Hafer, dann halt Gerste, Weizen, Hirse, Mais und Sojabohnen und Sonnenblumen. Und das Schneidwerk kann im Prinzip auch alles dreschen, was halt an Getreide ist. Dann haben wir den Torum 770 hier im Shop. Der hat 520 PS, 58 Liter Diesel, fährt 27 km/h und kann laden 12,3 Tonnen an Nutzlast, also im Prinzip im Korntank, und wiegt 18,2 Tonnen. Kostenpunkt 349.500 Euro. In der Konfiguration könnt ihr hier wählen die Reifenhersteller. Trelleborg, Continental, Michelin, Friedrichstein, BKT, Trelleborg. Dann haben wir hier bei Trelleborg Standard oder Breitreifen. Dann haben wir hier bei Continental Standard oder Breitreifen. Bei Michelin haben wir hier auch Standard oder gerne Breitreifen. Ne? Bei Friedrichstein haben wir hier auch Standard oder Breitreifen. Und bei BKT haben wir hier auch Standard oder Breitreifen. Genau, dann kommen wir wieder zu Trelleborg. Dann haben wir hier natürlich hier noch mehrmal das Schneidwerk von Rossel Mesh. Im Prinzip wiegt 1,2 Tonnen, hat 9 Meter Arbeitsbreite und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Kostenpunkt 56.500 Euro. Genau. Dann haben wir hier mal im Prinzip zwei Mähdrescher hingestellt mit dem Schneidwerk dazu. Und hier habt ihr schon bestimmt gerade gehört, ihr habt halt auch im Prinzip akustische Sachen, wo man halt auch einsteigen kann. Und ich fange einfach mal zum Beispiel mal mit dem Licht an. Wir haben hier vorne im Prinzip vier links und vier rechts. Dazu noch oben zwei links und zwei rechts. Am Heck haben wir natürlich auch noch Licht hier. Ne? Eins links, eins rechts. Ne? Dann haben wir hinten noch zwei links und zwei rechts Strahler. Im vorderen Bereich haben wir natürlich auch noch oben an der Kabine vier links und vier rechts Strahler. Ne? Oder halt komplett kein Licht. Dann haben wir natürlich hier noch die Rundumleuchte am Dach. Oder halt Blinker rechts. Ne? Auch interessant gemacht. Auf der Seite auch. Und hinten. Auch schön gemacht. Mit den Augen. Und Blinker links hier hinten. Und hier vorne an der Seite. Genau. Hupe geht auch. Ne? Haben wir auch am Start. Und dann können wir das Ganze mal auf dem Feld anschauen. Genau, hier haben wir das auf dem Feld und dann starten wir das Ganze mal in Aktion. Genau, wir haben hier sonst haben wir nichts hier einstellbar. Ne? Tastenkombinationen haben wir hier auch L1 und X für Aufklappen. Ne? Da klappt sich das Ganze auf. Dann haben wir hier noch L1 und Viereck für Anschalten. Dann L1 und Steuerkreuz nach rechts für Strohablage an- oder ausschalten. Rohr ausfahren mit L1 und Steuerkreuz nach unten. Ne?
oder im Prinzip L1 und R1. Dann können wir Folgendes machen. Im Prinzip L1 und R1. Rechter Stick nach links oder nach rechts. Dann können wir die Tür hier öffnen. Oder L1 und R1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Da können wir diese kleine Tür hier öffnen an der Seite. Auch interessant gemacht. So, jetzt wollen wir das Ganze mal in Aktion noch sehen. Ne? Dazu fahren wir hier an den Schneidwerk dran. Strohablage ist an. Dann können wir das Ganze einfach mal starten. Hier haben wir im Prinzip die ganze Strohschwart am Heck. Ne? Wenn man das da sieht. Innen drin sieht es auch interessant aus. Ne? Oben kommt halt das Getreide rein. Ne? Über den Standarddrescher auch. Und wie gesagt, hat auch schon mal was. Auch interessanter Mod wieder. Sieht sehr interessant aus. Sehr nice von dem Design her. Ne? Und hat schon was. Rückverleuchter haben wir auch zwei Stück, jeweils links und rechts. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall schon ein schönes Ding hier am Start. Also optisch sieht es auf jeden Fall sehr nice aus. Klack und klack, genau. Gehen wir wieder raus hier mit akustischem Signal. Ja. Und hat schon was. Das war es hier aber leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Falls ihr denn noch Fragen, Anmerkungen oder gerne mehr habt, schreibt es doch gerne bitte unten in die Kommentare rein. Und falls euch das ganze Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben da und lasst gerne auch ein Abo da, falls euch das Ganze interessant fandet oder halt ihr neu auf dem Kanal seid. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.